So, ich habe schon wieder so gesagt. Hallo und willkommen zurück The Buddeltime of Old Arnold. Ja, jetzt muss ich echt mal überlegen, wo bin ich stehen geblieben? Was muss ich machen? Hat mir ein Cleanout gemacht, ja. Einmal sind alle im Auto. Ja. Wasser ist alles aus. Ja. Nein, ist nicht aus. Also müssen wir noch mal Wasser ausstellen. So, blöd Mann. Tolles Ding. Der ist auch nicht drauf. Ein Tag bis Winter. Das heißt, wir haben noch 2 Tage, wo wir arbeiten können. Heute und morgen. %, der ist leer. Das heißt, wir müssen 2 Wägelchen rüber karren. Lass uns mal schauen, wie viel Sprit wir hier drin haben. Ja, den können wir tanken. Obwohl, ja doch, komm. Ich meine, ganz voll machen müssen wir ja nicht, aber immerhin tanken. Blöd zum Fahren. Du bist so dumm zum Fahren, Junge. Oder wir machen ganz, ist ja egal. Komm. Es spielt ja keine Rolle. So, jetzt muss ich überlegen. Ich wollte euch etwas zeigen. Das machen wir gleich beim Ausschütten. Ja, richtig. Und zwar habe ich auch eine gute Nachricht für mich. Ja, ich muss immer erst überlegen. Was habe ich schon erzählt, weil ich spiele ja auch online. Oder ich streame ja. Aber ich habe mich entschlossen, die 2 Sachen, ja, ich sag mal, voneinander zu trennen. Punkt 1, kann ich dann diese Radiofunktion verwenden? Quasi dabei Musik laufen lassen bei Twitch. Ja, und Punkt 2 ist, ihr habt dann hier nicht diese ganzen Einblendungen. Ich hätte den Scheinwerfer anmachen sollen. Quasi. Ich muss hier mal gucken, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Erstmal wieder langsam ein bisschen reinkommen. Hier geht nichts mehr. Ich hab doch rausgezoomt. So. Ja, das fehlt noch, dass man noch ein bisschen weiter rauszoomen könnte. Damit man mehr sieht, wo man ist. Aber okay, es geht ja noch so.
Ja, genau, das werde ich euch gleich erzählen. Das war das eine. Jo. Ja, und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es auch so ein bisschen gestört. Man muss ja auf den Chat reagieren. Die Leute kommen dann gucken, unterhalten sich mit einem, das sind auch alles, naja, ich sag mal Leute, die man irgendwann kennt, als doch viel dieselben sind. Und ja, man begrüßt sich dann, man quatscht miteinander. So wie zum Beispiel die jetzt von dem Programmierer oder einen von dem Programmierer, der bei mir hier im Stream war. Von dem neuen Spiel, was auch so, naja, so ein Spiel wird wie Gold Rush, nur halt umfangreicher. Was auch noch 2 Jahre dauert, ist, also in 2 Jahren ist es angekündigt. Die fangen jetzt damit an oder sind schon dran, haben schon ein bisschen was gemacht und sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Die Ideen sind auch alle da und die haben gute Ideen, viel Ideen. Das gefällt mir sehr gut. Und dass ich dann von so einem, ja, Programmierer besucht werde, das war natürlich schön. Aber das ist, ja, hier für die, auf YouTube ist es leider mehr störend, als dass es was bringt. Die Leute kriegen den Chat ja nicht mit und so, und ich will den Chat nicht auch noch einblenden und das ist alles Blödsinn. Deshalb trenne ich die ganzen Sachen voneinander. Da muss ich auch immer erst überlegen, was habe ich als letztes gemacht, was habe ich hier als letztes gemacht und was habe ich im Stream als letztes gemacht. Das sind ja 2 verschiedene Spielstände. Damit euch auch nichts entgeht, mache ich natürlich für mein Online-Treiben einen extra Spielstand. Wenn ich dann so, also im Durchschnitt spiele ich so um die 3 oder 4 Stunden. Mindestens, also das ist quasi mein Mindestangebot. Ja, und ich finde es auch ein bisschen schöner mit An- und Abmoderation, das ist halt eine schönere Sache. Jetzt habe ich gedacht, pass mal auf, jetzt machst du nicht mehr so ein Kuddelmuddel da, mach es vernünftig, trenn die Sachen voneinander. Da wissen die Leute auch, wo sie dran sind. Und halt eben 2 verschiedene Welten, ist so. Ich könnte den Bagger aber schon mal, ich mache den erst voll und dann fahre ich zurück. Oh, was ich noch bekommen habe, ich habe eine Preisliste bekommen. Und zwar von allen Teilen, die man hier im Spiel kaufen kann. Und wann die wie viel kosten. Das heißt, wenn man zum ungünstigsten Preis, zum teuersten Preis einkauft und zum billigsten, ist der billigste Preis fast nur die Hälfte. Es ist wirklich so. Ich habe richtig gestaunt, wenn man genau den richtigen Tag abwartet, wo man das dann holt, kostet es nur die Hälfte gegenüber dem teuersten natürlich. Also man spart immer richtig Geld. So, aber Baggerchen wird jetzt umgestellt. Wir haben ja Oktober. Da wird auch die Uhr umgestellt. Kann ich das so machen? Er ist eigentlich
Jetzt egal. Hauptsache ich tu kann dann baggern. Weil wir haben eh nur noch den einen Tag. Und dann kippe ich den mal eben aus und dann gehen wir mal ins Zelt und dann zeige ich euch was. Weil das war nämlich eine ganz freudige Überraschung für mich. Und auch wie viel für viele andere, die das spielen. Das war der falsche Knopf. Sorry. Das ist der richtige. Du mal eben schnell reinrennen. In der Zeit kann er leer laufen. Ui. Danke. Dummes Spiel. Dann müssen wir warten, bis der Sturm vorbei ist. Dann kann ich euch das zeigen. Ja gut, ich kann es euch aber auch erzählen. Es ist ja jetzt kein großes Geheimnis. Es gab ein Update. Jetzt frage ich mich, warum der mit dem Joystick nicht fährt, weil ich da nicht den Joystick eingestellt habe, Mensch. Könnte ich aber auch machen. Es gab ein Update. Und zwar wurden ein paar Preise gefixt. Unter anderem die Preise für den Claim, weil nämlich der Rivertown war der Preis falsch. Jetzt ist aber gut, jetzt steig einfach aus. Fahr nicht immer hin und her. Ja, der ist fälschlicherweise falsch eingestellt worden und kostet jetzt wieder quasi den alten Preis von 1,2 Millionen. Reicht nicht an, doch. Na, geh doch ran. Ach, da. Manche Tage bin ich auch ein bisschen zernervt hier. Jetzt war schon zu weit zurück. Das ist so egal. Das machen wir hier. Das heißt, wir haben den Clan auf jeden Fall sicher. Die haben 1,4 Millionen. Oh, hier fliegt gerade eine Gruppe Hubschrauber rum. Quatsch. 1400 Unzen. Das sind 1,6 Millionen Dollar. Damit ist uns Rivertown auf jeden Fall sicher. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Haben wir schon so gut wie eine Tasche. So, dann brauchen wir auch nicht am Computer und jetzt ist der Sturm auch noch vorbei. Ja, toll, danke. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Jetzt kannst du weitermachen. Dann radau. Ja gut, gucken wir noch, was wir hier zusammenkratzen können. Die Frage ist nur, tausche ich die Duplex-Chicks aus? Nehme ich die anderen? Weil die bringen ja mehr. Nicht nur die... beziehungsweise dann auf die ganz großen umsteigen, auf die T5. Weil das hat wahrscheinlich mehr Sinn. Und wenn wir das zu dem Zeitpunkt recht gut kriegen, oder günstig, oder vielleicht oben die Waschanlage, den Rocker,
alles ist aufgetaut, das Wasser fließt wieder. Ist doch schön. Wohin? Frage ich mich nur. Weißt du, was ich jetzt gelesen habe? Ich habe da vorne gesehen, es will jemand für dich arbeiten. Frag deine Toilette. Ich sollte mal meine Brille putzen, ne? Oder meine Tabletten nehmen. Vielleicht bringt das was. Damit der Kopf wieder klar wird. Ein bisschen auf die Uhrzeit achten, damit wir nicht Überlänge machen. Also ich würde sagen, ich mache jetzt wieder gucken, dass wir ein Cleanout mit einem Rutsch kriegen. Quatsch. In zwei Folgen machen. Das heißt, ich werde so um die 45 Minuten streamen. Stream, ja. Aufnehmen. Weil ich hasse dieses. Ja. Das ist doch Spiele, die actionreich sind. Also genau das Gegenteil von dem hier. Da ist eine halbe Stunde. In einer halben Stunde passiert viel. Hier passiert in einer halben Stunde nichts. Hier guckt ihr eine halbe Stunde zu, wie ich nur bagger. Ich meine, ich versuche immer irgendwas zu erzählen, aber manchmal fällt mir einfach nichts mehr ein, was ich sagen kann. Sollte erstmal reichen. So, das heißt, wir schütten den jetzt nicht rein. Lassen das laufen, ne? Oh, guck mal, richtig schönes Wetter. Ach, ist herrlich. Wieder alles verlernt. Machst du einmal eine kleine Pause, ja. Und schon kommst du nicht mehr klar mit dem normalen Kram. Unglaublich. So, 72 haben wir da noch drin, das reicht. Ich hoffe, ich habe auch alles angeschlossen, weil ich bin nämlich so ein Schussel. Da unten das Wasser läuft, ja, das sieht gut aus. Ich möchte gerne die Duplex-Sticks, möchte ich gerne gegen diese anderen Teile austauschen, aber diese ganz neuen, die ganz großen und eventuell den Rocker. Das sind die ersten Teile, dann kommt die Trommel dran, die nehmen wir noch mit rüber, die werde ich aber nicht verkaufen dann, die kommt dann wieder hier hin. Die Rinnen, das ist ja Phoenix-Beträge, sag ich mal. Die Teile kaufe ich mir auch dann irgendwann später wieder. Dann baue ich hier alles auf und dann setze ich hier Arbeiter dran. Und dann mal gucken, ob das wirklich so ist, dass die läuft. Das heißt, einen zweiten Bagger brauchen wir. Einen zweiten Kipper. Erstmal machen wir jetzt den Startknopf. So, kann ich irgendwas ausmachen? Nö, kann alles laufen. Ist nichts, was man nicht braucht. Da hinten das Licht kann ich anlassen. So, jetzt mal eben schnell gucken gehen. Dann kann ich euch das aber auch zeigen. So, Elo Banco. Das ist ja unser.
Und das ist der nächste. Ihr seht, der Preis ist wieder der alte, 1,2 Millionen. Der kostet 1,8, 2,4. Ja gut, wenn man vielleicht auf den noch, ne? Auf den noch gegangen, aber 40% hätte ich kaufen müssen. Ich wäre so gerade eben mit dem Geld hingekommen. Aber ich weiß nicht, ob dann der ganze Umzug und alles, ob das sich rentiert hätte. Wir machen jetzt erstmal den. Nein, den machen wir überhaupt nicht. Den machen wir. So. Erwartete Goldmenge Mittel. Maschinenhandel, Transport, Arbeiter, Benachrichtigungen. So, wir gucken mal eben, was es Neues gibt. Kann ich so blättern? Ne, natürlich nicht. Muss ich alles einzeln durchblättern. Oh, ein paar neue. Ein Baggerfahrer haben wir. Duplex schickst, das ist gut. Waschrinne TJ. Waschrinne TJ. Hockpen Schüttkasten. Hockpen brauche ich. Hockpen Waschrinne. Das ist Schüttkasten, ist das. Der macht oben den Schüttkasten, aber der macht nicht die Matten. T und J, T und J. T und J ist die obere, ne? Auch noch Waschrinne T und J. Die andere Waschrinne ist. Keine Ahnung. Ach so, wir müssen mal langsam den auskippen gehen, ne? Huch. Dürfte schon bald soweit sein. Nein. Da stimmt irgendwas nicht. Läuft sehr langsam, oder? Meine ich das nur. War das nicht mal schneller? Ja, auf jeden Fall, was habe ich noch zu erzählen? Ich habe mein Betriebssystem umgestellt. Ich habe jetzt Windows 10. War auch ohne Probleme, weil man weiß ja, ab Januar gibt es ja kein Support mehr für Windows 7. Und das lief vorher gut. Und solange das lief, weil Windows 10 doch so ein paar Sachen hat, die mir absolut nicht gefallen. Das mit den ganzen Updates und so, man kann die Updates nicht auswählen. Wenn es ein Scheiß-Update ist, kannst du nicht sagen, nee, ich will das nicht, weil man weiß, es ist ein Scheiß-Update. Sondern muss dann wirklich, muss es nehmen und damit leben, dass da nichts funktioniert. Absolute Frechheit. So, jetzt kann man aber ausschütten. So, das heißt, wir haben jetzt aber auch genug Geld zusammen. Das heißt, ich werde auch nicht mehr nachts durcharbeiten. Jetzt im Dunkeln da rumbuddeln und alles, das ist, kannst du vergessen. Den Cleanout nehme ich so, wie er kommt. Wenn Ende ist, ist auch Feierabend. Also irgendwo muss man ja auch Punkt setzen. Ich will jetzt auch nicht mit Gewalt Unmengen an Gold hier rausholen und sagen hier so, guck mal, ich schaffe es, ich schaffe 4 Millionen auf Arnold. Das muss man alles ein bisschen vernünftig machen. Es ist unrealistisch, nicht schlafen zu gehen. Wenn man lange arbeitet, ja.
Man könnte sich zum Beispiel eine Zeit setzen, so wenn man dann quasi den Cleanout fertig hat und es ist noch mal Zeit, ist noch vor 20 Uhr, sag ich mal, könnte man sagen, gut, bis 20 Uhr, dann mache ich noch ein oder zwei Wagen, fahre ich rüber. Ja, aber alles andere ist Blödsinn. Ich werde jetzt noch nicht die ja, wie heißt es? Warum ist denn der CPU so hoch belastet? War doch vorher nicht. Wow. Ich habe auch keine 60 Frames. Seltsam. Ist aber schon eine neue OBS-Version. Naja, gut, egal. So, du bist alle. Wir haben über 50%. Das können wir abschalten. Nein, du nicht. Du, ne? Was ist da hinten die Lampe? Muss ich mal gucken, ob die dort auch ist. Die Pumpe kann auch ausgeschaltet werden. Hier. Ja, für einen Tag brauchen wir die noch nicht mal mehr anmachen. Ja, dann fahren wir noch ein bisschen. Wir haben jetzt keine halbe Stunde. Vielleicht können wir ja noch eine Tour machen und rüberlaufen lassen und dann wäre damit die Folge quasi dann zu Ende. Ich denke mal, ja, da passt dann schon. Und dann machen wir da Cleanout. Das war jetzt nicht die Lampe. Welche war es denn? Das war die Lampe. Ja, ich brauche sie jetzt auch nicht wirklich. Ach so, dann mechanische Schäden und so. Ich werde dann einen gucken, ob der Mechaniker in der Liste ist. Den stelle ich ein. Und werden wir dann halt auch mit dem Mechaniker arbeiten. Der kann dann reparieren, was kaputt ist. Ich hoffe, dass es dann nicht zu viel Arbeit für den wird. Aber den können wir auch schulen, also das heißt, der wird auch dann besser gemacht. Den lernen wir quasi. Weil, ja, ich habe jetzt gerade noch mal zugeguckt, der auch bei mir, auch einer von meinen Zuschauern, der spielt auch selber, streamt auch selber, nur halt, der hat eine gewisse Zeit, wo er das machen kann und ist dann teilweise 14 Tage auf Montage und dann weiß er natürlich nicht, was er machen soll, dann kommt er bei mir gucken. Finde ich schön, finde ich cool. Der ist jetzt mittlerweile auch schon aufgezogen, ja. Umgezogen auf den anderen Claim. Aber der macht wirklich permanent Tag und Nacht. Der macht durch, der holt Geld raus. Er hat hier, hat er über 3000 Unzen rausgeholt aus Arnold. Aber dadurch, dass der wirklich durcharbeitet.
Ja, das Auto machen wir noch voll, fahren da drüber, laden um und dann denke ich mal, dann soll das auch schon wieder gewesen sein, die Folge. Und es ist Folge 98. Ja, das heißt zwei Folgen, dann haben wir 100 voll. Was kann man sich da Besonderes für einfallen lassen? Bisschen auf die Zeit gucken. Ärgerlich ist nur, dass hier so viel liegen bleibt, ne? Da unten gerade. Weil wir nicht tief genug kommen. Aber das haben wir auf anderen Klebens nicht. Ja, passt. So, dann geht auch noch eine Schaufel rein. Von hier nehmen. So, ab zur Anlage. Also ich habe ja auch nicht mitgezählt, wie viel wir rausgeholt haben aus dem ganzen Kram hier. Im Endeffekt. Ach nee, ich muss ja bloß rüberlaufen lassen. Was sollte das interessieren? Glaube ich. Oder? Nee. Doch. Also ich weiß schon, dass eine Heidenarbeit auf uns zukommt, wenn wir quasi umziehen. Ich nehme das, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Ich werde bloß unten die Double. Ich wollte doch gar nicht hier ran. Also hier die Duplex Chicks. Die werde ich mal, glaube ich, tauschen. Ach übrigens, hier kann man sterben. Ich bin schon mal gestorben hier im Spiel. Und zwar bin ich auch über die laufende Trommel gerannt. Und dann bin ich hier reingekommen. Und da bin ich gestorben. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass das funktioniert.
Ja, passt. Brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Jo, da können wir stoppen. Den lasse ich mal an. Ja, genau. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.